Berli, wie geht es dir heute? Oh, du kannst wieder laufen, Berli. Da bin ich aber froh. Großvater, das musst du dir an... Warum bist du denn so aufgeregt? Berli kann laufen, sie ist wieder gesund. Hm? Na, dann lass mal sehen, Berli. Also, es scheint dir wirklich besser zu gehen. Es war wohl nicht so schlimm, wie es aussah. Heißt das, dass du nicht mehr böse auf mich bist? Du hast wirklich großes Glück gehabt. Ich kann es kaum erwarten, Peter davon zu erzählen. Peter? Glaubst du wirklich, dass ich dich heute mit ihm auf die Alm lasse, nach allem, was gestern passiert ist? Großvater, bitte. Ich möchte so gern mit ihm die Ziegen hüten. Denk nur, sie folgen mir ganz ohne Stock. Was? Das stimmt. Frag doch Peter, wenn du willst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Peter! Entschuldige, ich bin spät dran. Dieser sture Bock will sich einfach nicht bewegen. Naja, er hat heute wohl schlechte Laune. Ach, na ja. Im Grunde ist er doch immer schlecht gelaunt. Aber wir verstehen uns trotzdem ganz gut. Gut gemacht, Peter. Du bist der Einzige, der mit diesem Grummelkopf umgehen kann. Hier, hast du deinen Monatslohn. Vielen Dank, Frau Hopfer. Erzähl mal, wie geht's denn so mit Heidi und dem Almöhi? Nun ja, er hat mich aufgefordert, dass ich Heidi auf die Alm mitnehme. Wirklich? Ja, und weiter? Kümmert er sich gut um die Kleine? Ich glaube schon. Hab keine Zeit mehr, ich muss los, sonst komme ich zu spät. Auf geht's! Grüß Heidi, lieb von mir, hörst du? Mach ich!